Zentrum ist wieder im Tempo. Anderes Tempo. 1, 2, 3, 4. Der Hochschule für Musik und Theater Rostock wurde ein neues Orchesterprojekt vorgestellt, das Young Orchestra Riga Rostock. Talente der Young Academy Rostock, kurz JARO, spielen gemeinsam mit Freunden aus Riga und St. Petersburg. Seit dem 22. Juli proben sie für ihr erstes Sommerkonzert, zu dem am 27. Juli in den Katharinensaal geladen wird. Alle kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die lettischen Musiker haben dieses Programm zum Beispiel schon einmal gespielt. Die haben dieses Programm dort schon gearbeitet. Wir fangen hier mit unseren deutschen Musikerinnen und Musikern bei Null an in dieser Woche. Also deshalb muss es zu einer ganz, ganz rasant schnellen Entwicklung kommen. Aber so sind diese Orchesterprojekte immer angelegt. Und das macht es auch so einzigartig und spannend, weil man am Anfang nicht glauben kann, was am Ende für ein Ergebnis dabei herauskommt. Gespielt werden bei dem Konzert Stücke von Karl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven und vielen mehr. Unterstützt wird das Young Orchestra Riga Rostock von der St. Eugene AG Rostock. Was mich überzeugt, ist, dass Musik heute die einzige globale Sprache ist, die wir kennen, die sofort Emotionen, typischerweise positiv besetzte Emotionen, hervorbringt auf der einen Seite und auch plötzlich Leute ins Gespräch miteinander bringt, die entweder nicht die gemeinsame Sprache formal sprechen oder vorher gar nicht miteinander geredet haben. Und das ist das Faszinierende, was ich immer wieder an Analogie zur JARO sehe, frühzeitig zu verstehen, wie können wir heute gemeinsame Ideen auch gesellschaftspolitisch bei jungen Menschen kommunizieren, quasi implantieren. Das Orchester ist aus einem Projekt mit der Emils-Dasinsch-Musikschule Riga hervorgegangen, das anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der JARO im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Rund 66 junge Musiker zwischen 12 und 19 Jahren proben gemeinsam. 33 davon kommen aus Riga und 5 aus St. Petersburg. Im nächsten Jahr soll das Projekt fortgesetzt werden, eventuell mit weiteren internationalen Partnern.